So, Naturübung. Häufigste Fehler. Achtung, Achtung. Nochmal als kleine Erinnerung, es geht hier nicht darum, uns schlecht zu machen und uns auf die Fehler zu konzentrieren, sondern wir wollen durch die Fehlerkorrektur einfach noch mehr Wirkung erzeugen. Also wir wollen nicht an richtig und falsch denken, so jeder macht die sowieso im Bereich von ein paar Prozent anders, die Übung, und das ist auch okay, meiner Ansicht nach. Also ich bin nicht der Verfechter von, du musst alles mathematisch korrekt machen. Wir sind Menschen, wir sind Natur und die Natur ist auch nicht immer mathematisch korrekt, sondern hat Variablen. Und das soll sich auch in deiner Qigong-Übung ausdrücken dürfen, dass du auch ein Stück weit dich und deine eigene Haltung damit reinbringst. Aber es gibt doch ein paar Schlüsselmomente, wo wir darauf achten können. Bei der Naturübung, um jetzt direkt mal in medias res zu gehen, beginnt es auch wieder mit dieser ersten Bewegung. Und ich kann nicht oft genug darauf hinweisen, diese Bewegung findet bei fast allen zu schnell statt. Kleiner Tipp von mir, wenn du dir nicht sicher bist, bist du zu schnell, zu langsam. Mach diese erste Bewegung zum Herzen hin 20-30% gefühlt langsamer, als du sie normal machst. Dann liegen fast alle auf einem Level, was bedeutet, du kommst sofort schon in die Ruhe, in die Mitte. Entscheidest dich gegen Hektik und für innere Sammlung, innere Kraft und Energie. Aus dieser Haltung heraus, dann nach vorne öffnen, soweit. Das kriegen die meisten eigentlich relativ gut hin. Hier würde ich aber empfehlen, nicht die Finger zu spreizen. Ich trete noch mal ein bisschen näher dran, damit du das gut erkennen kannst. Nicht die Finger spreizen, sondern schließen. Ja, Finger schließen und dann nach außen drehen und wieder zur Mitte. Und dann nicht zusammen, da merkst du, führ die mal so zusammen, da merkst du, wie hier Spannung in den ganzen Bereich kommt, Schulter-Nackenbereich. Nicht so. So, auch nicht so, sondern bis schulterbreit. Hier, eine Linie. Schulterbreit. Zurück. Und du siehst auch bei mir, auch ich bin nicht jetzt hier perfekt gerade, sondern immer so ein bisschen schief und so. Aus meiner Sicht ist das perfekt. Aus meiner Sicht. Nur so ist nicht perfekt oder so. Da merkst du, da verändern wir grundsätzlich den Spannungszustand im Körper auf eine Art, der die Übung blockiert. Und das wollen wir verhindern. Dann geht es nach oben und zwar nicht mit den Fingern nach oben, das machen ganz viele verkehrt, sondern die Handflächen wirklich nach hinten klappen, als würdest du wirklich nach oben die Decke anheben. Und dann von oben herab, dicht seitlich bei den Ohren. Nach außen, nach innen. Bis vor das Danjung. Klar. Und dann nach unten. Auch klar. Dazu zwinge ich wieder ein bisschen zurück hier nach unten. Das machen eigentlich auch die meisten richtig. Jetzt kommen wir eigentlich schon zum mit letzten Fehler, dass wir hier, wenn du dir vorstellst, vor den Fußspitzen ist eine Linie. Vor deinen Fußspitzen ist eine Linie, wie eine Seitenlinie. Dass du diese Bewegung nur bis zur Seitenlinie machst. 80% oder 50-80% der Teilnehmer gehen mit den Händen nach ganz hinten und dann wieder nach vorne. Wir gehen bis zur Seitenlinie und dann gerade nach unten. Und dann von unten langsam nach oben. Das machen die meisten zu schnell, weil es anstrengend ist. Die meisten gehen dann so schnell wie möglich oder in einer normalen Bewegung nach oben und verlassen dieses Qigong-Tempo, diese Ruhe. Wir zwingen uns mal dazu, aufzusteigen, nicht hochzuschnellen, sondern aufzusteigen, bis auf Höhe vom Danjung, Hände kippen, einfließen lassen. Und jetzt kommt der letzte Fehler hier vorm Körper. Hier denken die meisten, ich bin jetzt fertig und lassen die Hände so nach unten fallen. Wir wollen aber eine Energiebewegung im Innern erzeugen, die weitergeht, tiefer ins Innere. Schau mal, auch ab hier, spätestens hier werden die meisten dann schnell. Und gerade hier, das ist der Knackpunkt im Dantian-Bereich,
hier diese Gleichmäßigkeit in der Bewegung zu wahren. Und dann im Innern gedanklich auch nicht zack in die Füße, sondern langsam in die Füße rein. So, jetzt haben wir alle häufigsten Fehler der Übung durchexerziert. Wenn du die Aspekte, vielleicht auch nicht alle auf einmal, aber so nach und nach dir so ein, zwei Aspekte pro Übungstag, Übungseinheit mal vornimmst und das wirklich ausprobierst, was ich heute gesagt habe, dann wirst du merken, deine Übung ist plötzlich ganz anders. Wie neu geboren, viel energetischer, viel kraftvoller, mehr Wirkung, obwohl du nicht länger übst und keine andere Übung machst. Also probier es aus, lass dich begeistern und dann sehen wir uns morgen wieder bei der Meditationsübung. Die häufigsten Fehler. Sei mit dabei. Bis dann. Ciao.